Nach derzeitigen Umfragen hätte Schwarz-Grün bei der nächsten Bundestagswahl als einziges Zweierbündnis eine Mehrheit. Sie verstehen sich ganz gut mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei der ganzen Debatte um die Person, ist sie die neue Andrea Nahles, die Andrea Nahles der CDU? Inwiefern jetzt? Weil sie, ich habe das Gefühl, sie wird gemobbt in der eigenen Partei. Okay. Naja, ich finde, dass Annegret Kramp-Karrenbauer wirklich nahezu alle Fehler macht, die man so machen kann. Und wenn man sich anschaut, wie wenig sie dazu beigetragen hat, dass es mit dem Klimapaket vorangeht, wenn man sich anschaut, dass sie mal eben einen Vorschlag macht zum Thema Syrien, der weder in der Koalition besprochen ist, noch das eigentlich Zentrale macht, nämlich jetzt diplomatische Kanäle zu nutzen, noch nicht mal mit dem eigenen Außenminister redet und so weiter. Insofern glaube ich, dass mit dem Mobben mag immer sein, das trifft ja Frauen häufig eher als Männer, die irgendwie dann so tun, als ob sie ganz viel Kraft haben. Aber es gibt schon auch eine ganze Reihe, für mich jedenfalls, große Enttäuschung bei dem, was sie da als Verteidigungsministerin und als CDU-Vorsitzende macht.